verlief die Reise bislang? Der Reiter ritt. Ein Tempel wurde gefunden und ein Schlüssel erweckte einen Riesen aus seinem Schlaf. »Die Erschaffer brauchen mich«, rief der Wächter. Und so zog er los, ihre einzige Hoffnung zu suchen. Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Darksiders 2. Das letzte Mal haben wir dieses Spiel verlassen, als wir ganz schön große Probleme hatten. Die Kacke scheint ziemlich am Dampfen zu sein. Und unser schönes Dorf Dreistein ist nicht mehr dasselbe. Tja. Den Boss habe ich dann wohl ausgelassen. Allerdings musste ich an der Stelle beenden. Aber das Ganze holen wir jetzt nach. Wieder mal müssen wir uns hier nach draußen klettern. Es gibt immer noch keinen normalen Weg. Und ich frage mich, was haben wir da geschaffen? Ein Riesenmonster aus Stein und Verderbnis? Was dort ist? Der Wächter. Wow. Okay, dann tun wir mal das, wozu wir hierher gebracht wurden. Reiten wir. Und reiten wir schnell. Autsch. Ah. Das sah aus, als ob es sehr, sehr wehgetan hat. Ach du meine Güte, was soll ich gegen dieses Monster machen? Puh, darauf mal ein Gesundheitstrank. Also das Väterchen hat einiges drauf, aber gegen einen riesigen Koloss. Das hätte mich auch gewundert. Also dieser Hammer macht eine Schockwelle, deswegen wurde ich auch vorher nochmal getroffen. Was sollen wir dagegen machen? Was sollen wir dagegen machen? Das ist eine gute Frage. Okay, bin ich mal ausgewichen. Ah, Bomben. Die Verderbnis beschwört Bomben an seiner Hand. Beziehungsweise lässt sie wegwachsen. Wow, ob ich hier unten so gut stehe? Dem bin ich doch eine Ameise. Okay. Wow. Na, schneller. Knappe Sache. Komm schon. Komm schon. Ah, komm. Bam. Das ging fix. Und einer der drei Steine. Okay. Ich denke mal, das ist eine gute Möglichkeit, ihn zu zerstören. Ah, ich muss da hoch. Los! Geh kaputt! Okay, das war's also noch nicht. Das hätte mich auch gewundert. Wieder aufs Pferd. Na komm. Schlag zu. Schlag zu. Triffst mich nicht. Du triffst mich nicht. Na los. Interessanterweise total kleine Beine, aber riesige Hände. Ja, na gut, dann müssen wir halt den ersten Schritt machen. Toll. Ah, kein Magazin mehr. Los, lade ich auf. Ich hab keine Zeit. Na, hier trifft man so schlecht. Ich muss irgendwie drum rum. Von hinten hat man die Bomben besser getroffen. Juhu. Ja, oder so. Viel besser. So muss das. Oh, wenn ich daran denke, dass das erst der erste Stein ist. Ich gehe mal davon aus, dass wir alle drei beseitigen müssen.
Okay, Stein dort hinten. Bleib noch ein bisschen unten. Mit Zeit. Und nochmal drauf da. War's das? Haben wir ihn zerbrochen? Ich weiß es nicht. So wie das fährt. Wow, wow. Ich glaube, da ist jemand ziemlich wütend auf mich. Das ist kein Ort für ein Pferd. Doch, doch, das ist absolut der Ort für ein Pferd. Eigentlich sollte ich den Wächter dazu bringen, dieses Auto zu zerstören. Wow, 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 wow. Seitenwechsel mag er nicht. Anscheinend kann ich es von hier aus gar nicht erreichen. Kugeln fliegen nicht so weit oder sowas in der Richtung. Komm schon, schlag mich! Schlag mich! Ich bin tot. Was soll mir passieren? Wie soll ich sterben? Und keiner meine Seele erntet? Gott. Aus. Der Hammer scheint auch schon ein bisschen angepackt zu sein. Kaum noch Stein in der Öffnung. Okay. Komisch. Herzstein. Zack. Zack. Okay, das sollte dafür genügen. Schauen wir mal, wie kommen wir an die anderen ran. Das nehme ich doch mal im Boss. Hat er gerade eine neue Waffe aus seiner anderen Hand raus? Ach du heilige Scheiße. Oh, oh, oh. Das sieht doof aus. Kannst du damit riesige Bomben basteln? Maler. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, vielleicht können wir das Ding benutzen, um ihn selbst zu Fall zu bringen. Probieren wir es mal aus. Ab zwischen die Beine. Komm schon. Ah, jetzt dreht das Ding um. Nein, 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 hier, hier, hier. Ich kann nicht. Komm schon. Hat das einen schlechten Wenderadius oder was ist los? Oder will es nicht zu seinem eigenen Herrn? Kannst du mal aufhören, solche Schockwellen hier zu machen? Das wäre mir ganz lieb. Hm. Das könnten wir ansonsten mit so einer Riesenkugel machen. Ich weiß es nicht. Komm schon. So, ich reite jetzt trotzdem hinter ihm. Das ist das eigentlich die beste Möglichkeit. Kann ich das Zelt zerstören? Ich glaube jetzt mal nicht. Ich mach. Doch, ich mach Schaden. Wahnsinn, das hätte ich nicht gedacht. Autsch. ja. Mir geht auch so langsam ein bisschen das Leben aus. Ich habe nur noch einen Trank. Das ist nicht so toll. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich hier Leben regenerieren soll. Tja, was machen wir mit den Kugeln? Ist das kaputt? Nicht so sinnvoll, würde ich sagen, eigentlich. So. Toll, jetzt schwebt das Ding in der Luft und was passiert? Es fliegt auf mich zu! Yippie-yay-yay! Ja. Dann würde ich sagen, ich will hinter dich. Komm schon. Komm schon, jetzt kannst du auf mich. So sieht's aus. So muss das. Okay, wo ist der zweite Stein? Da oben. Wie komme ich da ran? Wow. Okay. Klettern wir hoch. Na komm schon. Nein! Rein da. Los! Geh kaputt! Oh je, das Ganze noch dreimal? Noch zweimal? Das wird schwierig. Okay, gib mir nochmal so einen Ball. Asche. Könntest du nicht irgendwie mir Leben geben? Okay. Tschüss, 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 tschüss. Ah, toll. Ganzes Magazin weg und... Los, lad nach, lad nach. Okay. Klar, machen wir das Ganze mit zwei Kugeln.
Wir haben's ja. Wir haben's ja. So, jetzt kann ich wieder beschleunigen. Gut, dass er mich nicht mehr mit dem Videokammer schneiden kann. Hey, ich hab getroffen. Warte. Okay. Ich bin eigentlich hauptsächlich weggelaufen. Naja, Glückstreffer. Braucht man auch mal. Okay. Nein, 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 nein. Shit, ich hätte anvisieren müssen. Das kriegen wir noch mal hin, oder? Hab ich die Zeit? Hab ich die Zeit? So, natürlich. Sehr schön. Drei. Oh, das könnte schon gewesen sein. Auf die Seite. Jetzt hat er nur noch einen Kopf. Tja, was machst du? Ich fällt ziemlich stark auseinander. Okay. Der Hauptstein. Kommen wir da ran? Ja. Oh nein. Ausweich konnte? Wenn Tod einem gegnerischen Angriff besonders geschickt ausweicht, flackert eine Reaper-Gestalt kurzzeitig auf, um einen Gegenangriff zu starten. Okay, cool. Sehr schön. Du hattest keine andere Wahl, als ihn zu vernichten, Reiter. Und doch, wenn der Weg zum Baum des Lebens frei werden muss, habe ich keine andere Wahl, als ihn zurückzuholen. Wie oft soll ich ihn denn noch umbringen? Der Wächter wird wie neu geboren sein, frei vom Verderben. Jetzt tritt zur Seite. Das wird etwas mehr. Zum Baumreiter. Deine Reise ist noch lange nicht vorbei. Wow. Wow. Was ein epischer Kampf. Oh, sie haben sich beide gegenseitig getötet. Okay. Ich sehe da noch ein bisschen Belohnung. Okay. Gesundheit bei kritischen Treffer zu einem Pokel. Eine niedliche kleine Sense. Noch viel wichtiger.
Meine Güte, konnte der alte Zwergenriese gut zaubern. Wow. Das ist ziemlicher Wahnsinn gewesen. Okay. Der Weg ist frei. Nun doch, letztendlich. Wir haben noch einen Fähigkeitspunkt bekommen. Schauen wir mal, was wir denn noch hochskillen könnten. Wir könnten noch die Chance auf kritischen Treffer um 10% erhöhen bei unseren tollen Teleportschlägen. Das mache ich mal. Aus dem einfachen Grund, 10% kriegen wir ja Leben zurück und dann mal ein kritischer Treffer. Das könnte doch recht viel sein. Okay, und ansonsten, na, schauen wir noch mal, was wir... Hä? Wieso ist O auf einmal fortsetzen? Moment.